Unterricht über Zoom? Ich weiß, es ist gar nicht so einfach, den Ton in den Griff zu kriegen. Dass man dich hört, die Teilnehmer hört und alle auch noch die Musik hören. Aber dem gehen wir in diesem Video nach. Hallo und herzlich willkommen. Für dieses Video habe ich mir noch Verstärkung in mein Büro geholt. Hallo, ich bin Nina von Yoga 27. Ich gebe Yogastunden in Rapperswil-Jona und im Moment findest du mich online. Wenn du also auch eine Yogastunde oder andere Fitnessstunde gibst, ist es ganz wichtig, dass die Teilnehmenden dich gut hören. Und wenn du jetzt so nah am Rechnen bist wie ich jetzt hier, dann könntest du auch mit dem internen Mikrofon arbeiten. Aber ich nehme an, für deine Fitnessstunde brauchst du etwas mehr Platz. Und sobald du einfach weiter weg bist vom Rechnen, da brauchst du wirklich ein externes Mikrofon. Und Nina hat da ein externes Mikrofon. Also ich habe das eigentliche Mikrofon an die Hose gesteckt und dann habe ich noch ein Lavalier-Mikrofon, ein Ansteckmikrofon. Das ist ein Kabel, das geht hier unter dem T-Shirt durch und vorne ist das Ansteckmikrofon. Und da ist ein kleines Mikrofon dran und damit hört ihr mich gut. Diese Funkstrecke von Rode, das Wireless Go, habe ich in diesem YouTube-Kanal auch schon vorgestellt und ich verlinke dir gerne das Video unten im Text. Wichtig ist, du kannst einfach, das ist der Sender, du kannst hier auch, wenn du lieber möchtest, ein Schwanenhals, also ein Headset damit verbinden und das bei dir befestigen und das Signal wird dann gesendet auf den Empfänger und den Empfänger musst du dann mit deinem Computer verbinden. Da, je nachdem, was du für einen Computer hast, brauchst du da einen anderen Adapter. Das Kästchen hier, das ist einfach für einen normalen Mikrofoneingang. Es gibt zum Beispiel solche Adapter mit USB, das ist jetzt USB-C, gibt es aber auch noch mit dem alten USB, da kann ich das Mikrofon mit jedem Computer verbinden. Also das funktioniert überall. Ich kann es bei meinem Mac auch mit dem Adapter hier verbinden und das dann direkt in die Kopfhörbox einstecken und dann funktioniert es auch, dass ich eben hier wirklich guten Ton habe. Ich habe dazu einen Ratgeber gemacht, wo ich genau zeige, welche Adapter brauchst du, wo kannst du das Rode bestellen und welches Mikrofon empfehle ich dazu. Du kannst gerne den Ratgeber gratis herunterladen, auch das verlinke ich dir gerne unten im Text. Wenn du ein Mikrofon hast, dann macht Zoom automatisch einen Pegel und in der Regel ist er auch schon recht gut. Wenn du jetzt aber den Ton überprüfen willst, dann gehst du in die Settings und dann siehst du hier Mikrofon, wie laut jetzt der Pegel ist, wenn Nina zum Beispiel hier spricht. Eins, zwei, du kannst es machen, dass es hier das automatisch einstellt oder auch, dass du eben selber sagst, du möchtest das hier jetzt ein bisschen lauter stellen. Wichtig! Du kannst dich jetzt selber nicht hören, du kannst also den Pegel deines Mikrofons eigentlich einfach optisch überprüfen und da empfehle ich dir, dass du schaust, dass dieser Pegel einfach etwa hier bei 2/3 ist. Wie du selber auch noch übers Gehör überprüfen kannst, das zeige ich dir später noch in diesem Video. Zoom macht es ja auch möglich, dass wir Sitzungen miteinander machen können, wo verschiedene Leute reden. Und da hört Zoom eben ganz genau mit. Die Person, die spricht, die ist normalerweise dann groß im Bild, damit die anderen sie sehen und hören. Und es hört eben auch mit, wo redet jemand oder wo tönt etwas. Und wenn jetzt Nina hier eine Lektion gibt, ist es ja wichtig, dass wir sie gut hören. Du kannst einmal auf der Stelle laufen, abwechseln die linke und die rechte Ferse zum Boden. Wenn jetzt aber eine Teilnehmer das Mikrofon offen hat und jemand macht im Hintergrund die Tür auf, dann nimmt Zoom das wahr, merkt, ah, hier haben wir Ton und verstärkt das zum Teil noch. Dann haben wir im Hintergrund solche Störgeräusche und das lenkt wieder sehr ab und wir verstehen dann Nina nicht so gut. Nina, wie gehst du damit um? Also ich mache es so, am Anfang der Stunde lasse ich den Ton und die Kamera an und begrüße die Leute, wir reden kurz miteinander und dann, wenn ich wirklich anfange zu unterrichten, mache ich ihren Ton aus, damit nicht zu viele Nebengeräusche entstehen. Und zum Video, zur Kamera, das kann jeder selbst entscheiden. Und wenn du möchtest, dass du nicht gesehen wirst, dann kannst du dein Video ausschalten. Also kann der Schüler das Video ausschalten oder auch anlassen. Und dann sehe ich eben euch auf euren Bildschirmen. Das mache ich in meinen Online-Kursen auch so. Wenn die Leute reinkommen und anfangen, dann haben wir alle das Mikrofon offen. Da darf es ja auch etwas laut sein und man
begrüßt einander und ja, da muss man mich noch nicht so genau verstehen. Aber nachher sage ich auch immer, hey, jetzt stelle ich euch alle auf stumm in der Zeit, in der ich rede. Und dann habe ich wirklich wieder einen guten Ton, weil dann ist Zoom einfach auf mir und auf dem, was ich erzähle, auf meinem Mikrofon. Und ich habe nicht im Hintergrund Geräusche, die dann immer wieder reinkommen. Und das empfehle ich dir auch. Also wenn du nicht jetzt 1:1 Coaching gibst, sondern wirklich eine Gruppenstunde, dass du einfach während dem Unterricht die Leute stumm schaltest. Weil dann ist die Konzentration wirklich auf dir und sie hören dich gut und sind nicht immer abgelenkt. Und wenn du jetzt denkst, aber ich möchte ja die Leute auch wahrnehmen, dann tu das über die Kamera. Also ich finde es immer schön, wenn die Leute dabei sind in der Kamera. Und das müssen ja, wie Nina auch gesagt hat, nicht unbedingt alle sein. Aber ich sage es auch, für mich ist es schön, wenn ich die Leute sehe, dann weiß ich auch, ich bin jetzt nicht alleine hier, ich rede nicht in den luftleeren Raum, sondern ich schaue immer mal kurz wieder auf den Display und sehe, hey, die Leute sind da und wir sind jetzt gemeinsam hier in diesem Unterricht. Möchtest du auch noch Musik einsetzen? Dann soll die Musik natürlich auch bei deinen Teilnehmern in guter Qualität ankommen. Mach dir eine Playlist in irgendeinem Player bereit. Ich bin jetzt hier auf epidemicsound.com, eine Musikplattform mit Suisse und GEMA-freier Musik. Der Browser oder eben der Player muss also geöffnet sein. Dann gehst du in Zoom hier unten auf Bildschirmfreigabe und wählst hier oben Erweitert und dann kannst du hier nur Computerton anwählen. Dann wird die Musik in guter Qualität bei deinen Teilnehmenden im Zoom-Meeting abgespielt. Füße hüftbreit und parallel zueinander. Über den Kopf. Und komme ausatmen in die Vorwärtsbeuge. Jetzt hast du gemerkt, die Musik ist im Verhältnis zur Stimme von Nina relativ laut. Und dann ist es anstrengend, mir zuzuhören. Also ich möchte da eigentlich die Musik etwas leiser stellen, damit ich Nina besser höre. Wenn ich jetzt die Teilnehmerin der Zoom-Yoga-Stunde bin, kann ich leider die Musik nicht leiser stellen, weil wenn ich sie hier jetzt leiser mache, dann wird auch die Stimme leiser. Wenn du jetzt aber der Host bist, also derjenige, der Zoom gestartet hat, wie jetzt Nina hier, und bei dir auf dem Desktop die Musik leiser stellst, ich mache das jetzt hier für Nina, dann nimmt die Lautstärke der Musik bei den Teilnehmern auch ab. Aber die Stimme bleibt gleich laut, wie wir es ja in den Settings von Zoom eingestellt haben. Kopf, Schultern und Nacken einfach hängen lassen. Und dann roll dich langsam, langsam, Wirbel für Wirbel wieder auf. Wenn ich jetzt diesen Empfänger bei meinem MacBook einstecke, dann habe ich leider keinen Ton mehr auf den Boxen. Also wenn ich jetzt Musik freigebe, dann hören zwar meine Teilnehmer die Musik, aber ich nicht. Und das ist natürlich auch nicht die beste Lösung. Also muss ich hier auch nochmals einen Umweg gehen. Ich könnte jetzt mit einer Bluetooth-Box arbeiten, dann kann ich die verbinden mit meinem Rechner und dann habe ich die Musik hier auf der Box. Ich könnte auch mit Bluetooth-Kopfhörer arbeiten und dann habe ich hier, wenn ich die in mein Ohr stecke, auch die Musik auf meinen Kopfhörern, wenn ich die mit meinem Rechner verbinde. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Bei mir, ich habe die nicht so gern, die fallen mir immer schnell mal raus. Und wenn ich da noch Fitness machen würde, würden die wirklich nicht halten. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Also das ist alles möglich. Der Nachteil ist natürlich bei Bluetooth, es kann mal die Verbindung verlieren. Es kann auch sein, das ist ja batteriebetrieben, dass die Batterie mal leer ist. Deshalb, ich fühle mich selber auch immer ein bisschen wohler, wenn ich in solchen Situationen mit Kabel arbeiten kann, weil ich weiß, okay, das läuft dann wirklich. Und da gibt es eine Möglichkeit, dass ich zum Beispiel den SC6-Stecker von Rode nehme. Also wenn ich den hier verbinde und den Empfänger einstecke, kann ich auch Boxen einstecken und dann habe ich Ton. Oder auch hier wieder der USB-Adapter, der hat hier auch eine Buchse für Boxen, die ich hier anschließen könnte, damit ich guten Ton habe und eben auch meine Teilnehmer. Wie gesagt, ich habe einen Ratgeber, da sind alle diese Adapter und Mikrofone drin und du kannst diesen gratis herunterladen. Du findest den Link unten im Text. Wie kannst du überprüfen, ob jetzt die Lautstärke der Musik
im Verhältnis zu deiner Stimme passt. Dafür musst du dich selber ins Zoom-Meeting einladen. Und zwar schickst du dir den Link des Zoom-Meetings auf dein Smartphone. Du hast hier die App für Zoom installiert, dann kannst du dich dort einloggen und hineingehen und dann kannst du hier am besten mit dem Kopfhörer überprüfen, wenn du jetzt so sprichst und die Musik freigibst, wie ist das Verhältnis von Musik und Stimme und kannst das dann anpassen. Und noch besser oder dann einfach als zweites empfehle ich dir, dass du kurz eine Freundin anfragst, ob sie eintreten kann in dein Zoom-Meeting und dir Feedback geben kann, wie ist das Verhältnis von Musik und Stimme. Und dann schreibst du dir das auf, wie hast du die Stimme gepegelt, wie laut musstest du die Musik stellen, damit das Verhältnis eben möglichst gut ist, damit man dich gut versteht, aber auch die Musik gut hört. Das ist also der Weg, wie du den Ton kontrollieren kannst, wenn du über Zoom unterrichtest. Wenn du jetzt keine zusätzliche Hardware möchtest und auch nicht mit zusätzlicher Software arbeiten willst, da gibt es natürlich schon noch Möglichkeiten, damit du diese Dinge noch besser kontrollieren kannst und auch einfach schneller einstellen kannst. Wenn du sagst, ja, ich möchte aufs nächste Level, dann melde dich doch für mein Videotraining Zoom an. Da werden wir dir zeigen, wie du mit einem kleinen Mischpult deinen Ton und die Musik noch besser kontrollieren kannst und was es auch noch für Software gibt, um dich in deinem Online-Unterricht zu unterstützen. Zeigen auch, wie du zum Beispiel zwei Kameras anschließen kannst und diese gut wechseln kannst und einfach auch sonst viele Tricks und Tipps und es gibt auch Zeit für deine Fragen. Du findest den Link zum Videotraining unten im Text. Würde mich sehr freuen, wenn ich dich dort begrüßen kann. Ich danke dir, Nina, vielmals, dass du hier warst und sag mir doch nochmals schnell, wo wir mehr Informationen zu dir finden. Genau, also meine Homepage ist www.yoga27.ch und da findest du alle die Informationen über meine hoffentlich bald wieder live stattfindenden Yogastunden und auch über die Online-Stunden. Vielen Dank. Vielen Dank, Nina. Und danke auch dir, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.